Hallo ihr Lieben. Moin Moin. Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen kleinen Ausflug. Moin Moin. Ganz früh sind wir auf dem Bein am Samstag. Genau, wo es geht, seht ihr gleich. Also viel Spaß. Ja, viel Spaß. So, wir sind an unserem Ziel angekommen. Und zwar ist das? Ja, wir sind jetzt beim Autohaus Büsken angekommen. Oder Reisemobile Büsken. Genau. Und wir kennen das eigentlich nur von einer bestimmten Firma. Also von einem bestimmten Hersteller. Und das ist? Mobilveta. Nicht Megamobil? Auch. Und? Clever. Clever? Clever, genau, die drei. Und wir müssen jetzt ganz schnell rein, weil wir uns etwas fahrtechnisch vergurkt haben. Ja, und jetzt gehen wir rein und dann gucken wir mal. Ja, so, ich habe jetzt mal Platz genommen. Und zwar auf so einem schönen Drehsitz, den wir auch natürlich von unserem Bubi kennen. Aber das geht alle geschmeidiger hier, ne? Ja, unser ist, glaube ich, schon eingerostet oder so. Oh, da ist der Fahrersitz, ne? Ja. Aha. Und wo wir jetzt drin sind, sollen wir das verraten? Sollen wir? Auf der anderen Seite erst. Ach so. Dann wechsel ich mal eben rüber. Dann wechsle ich jetzt mal rüber. Geil, oder? Ja, wir sind im Megamobil Lounge. Das ist aber krass, oder? Und, was sagst du dazu? Die größere Sitzfläche ist besser. Ja, das ist ja jetzt in dem neuen Modell. In dem neuen ist das, ja. Geh doch mal in die Ecke darüber. Kuschel dich nochmal rein. Jo. Das hat was, ne? Das hat was. Hier kann man, ich meine, das Schöne ist ja auch wirklich, dass man hier noch die Seitenkissen drin hat, aus der Kassierung drauflegen. Die man dann, jetzt bin ich ein bisschen ungeschickt. Papa hilft. Ja. Geil, oder? So kann man sitzen, ja. Kann man machen. Hinten kann man sich dann auch noch ablegen, auf Deutsch gesagt. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wir sitzen, oder ich sitze da oben, die Türen stehen sperrangelweit auf und man guckt schon aufs Meer. Das ist ja der Traum, ne? Ja, das hätte was, ne? Ja. So, ein bisschen mehr mit drauf zeigen. Das ist unglaublich, was für ein Raumgefühl hier ist. Jetzt bin ich allerdings eingeschränkt durch die Kante hinter mir, aber das ist schon gewaltig. So, damit ich denn auch mal im Bild bin. Also wir sind jetzt hier bei Reisemobile Büsken in Schwelm und wir haben auch die Erlaubnis, jetzt ohne Maske hier drehen zu dürfen, weil außer uns ist keiner hier drin. Also die Uli sitzt jetzt hier drüben, ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Und unser Ziel ist es, uns jetzt dieses Fahrzeug erstmal genauer anzugucken, weil wir haben das schon bei diversen netten YouTubern gesehen, wie zum Beispiel in unserem Camper Tobi, der hat das ja wunderbar schon gezeigt, waren schon einige da drin. Interesse ist jetzt wirklich bei uns sehr stark, weil wir ja in zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren, werden wir Privatiers, wie man so schön sagt. Also ich gehe in Rente und Uli hört wahrscheinlich auch auf, das ist ja noch nicht ganz, das macht man noch klar. Und dann muss es ein größeres Fahrzeug sein, weil wir länger unterwegs sein wollen. Und da ist der Kleine, der 45, ein bisschen zu mickrig, ne? Ja, und da ist ja auch wirklich das Problem, man muss ja überlegen, man kann mal 3-4 Regentage haben und dann ist das schon ein bisschen in dem Kleinen echt sportlich. Das hast du schön gesagt, sportlich. Und deswegen suchen wir halt irgendwo was, wo man eine Sitzecke hat, aber auch so vom Raumgefühl her, das einfach schöner ist.
Also angenehmer, dass man nicht wirklich sich da um die eigene Achse drehen muss, um von A nach B zu kommen. Im Moment ist halt alle wunderbar. Ja, also da möchten wir die Moment habe da kein Thema mehr, aber genau. Aber wir suchen wirklich. Wir haben gerade erfahren, es ist gar nicht so doof, dass wir jetzt schon mal nachfragen, weil es gibt eine Bestellzeit von 2 Jahren mittlerweile, eine Wartezeit. Uiuiuiui. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, da sind wir, also müssen wir auch relativ flott entscheiden, wenn wir das denn tun. Wir haben ja jetzt auch erfahren, viele sind ja jetzt auch so in Portugal unterwegs oder so, ne? Ist ja ganz gut und schön, aber auch da gibt es Regen und auch da werden die Nächte kalt und dann ist natürlich besser, wenn wir was Größeres haben. Also ja, weil auch ein bisschen mehr isoliert ist und solche genau, Dinge, ne, das hat alle dann natürlich dementsprechend dann auch einige andere Vorteile, ne? Muss man ganz klar sagen. Gut, vom Preis her ist ganz klar, da passt unser 2,5 mal rein. da müssen wir dann noch mal. Ja, ist halt immer so schön, eine Kröte muss man schlucken. Richtig. Und da das ja dann im Prinzip unser Zweitzuhause dann auch wird, wenn wir dann unterwegs sind, weil das soll ja dann schon mal 2 Monate sein, dass wir unterwegs sind, vielleicht 3 oder so. Ne? Ich meine, wer unterwegs ist, weiß, wie das läuft. Die kennen das alle schon. Ich kann nur eins vorweg schon mal sagen, wir werden eine Menge Material für YouTube bringen. Das könnt ihr euch jetzt schon mal auf die Fahne schreiben. So, aber wir zeigen euch noch ein bisschen von dem Fahrzeug, weil das ist wirklich sehr interessant. Ich werde das noch im Original, so wie es jetzt hier ist, übernehmen. Aber ihr fragt ja bestimmt, wo ist das Bett? Ja, wo ist das Bett? Da ist es. Also, es ist ein Hubbett. Im Moment haben wir den Herrn Büske noch nicht hier. Den kriegen wir gleich nochmal hier hin. Da wird er uns das nochmal eben zeigen, wie das Ding rauf und runter geht. Da wollen wir jetzt nicht dran rumfummeln. Aber so Details können wir euch jetzt natürlich schon mal zeigen. Und das machen wir auch, ne? Ja, ich denke mal, wir fangen einfach vorne an. Ich meine, mit dem Fahrzeug, ob jetzt Fiat, Peugeot, das ist im Prinzip eigentlich nicht ganz so. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Peugeot. Das ist schon mal klar. Den gibt es aber auch mit. Als Fiat gibt es den. Gibt es den als Fiat? Ja, natürlich. Ach ja, klar, da war er nur teurer. 2000 Euro teurer, genau. Ja gut, Fiat ist ja immer teurer. Man kriegt den mit unterschiedlichen PS-Zahlen. Ja. Aber, ja, das ist jetzt so, aber da wollen wir nicht drauf eingehen. Nee. Uns geht es jetzt eigentlich um die Art und Weise des Fahrzeugs, was wir für Möglichkeiten haben, ob wir auch genug Stauraum haben, das ist ja auch wichtig, weil wenn das jetzt schon alles hier Sitzgruppe ist, wo sind dann die Schränke? Aber da zeigen wir euch was von. Also das ist schon für einen Kastenwagen ist echt der Hammer. Ist schön, ne? Man hat richtig schön Bewegungsfreiheit, ne? Hier so in dem Bereich hier. Ich finde, hier kann man Tango tanzen. Ja. Vor allen Dingen, wir haben ja den Roadcar 5,40 Meter im Moment und da ist das natürlich alles ein bisschen sportlicher. Ja, ich meine, 5,40er ist natürlich schön kompakt, ne? Ja. Das ist der Vorteil vom 5,40er. Aber wenn man jetzt sagt, okay, Urlaubsqualität und Reisen und vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum, dann hat man natürlich dann wirklich viel davon, wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Mhm. Ja, das ist ja unser Zukunftsplan, dass wir da dann überwintern und dann irgendwo dann halt rumfahren. Und da braucht man einfach mehr Platz, das geht gar nicht in 5,40 Meter. Ja, gerade wenn man jetzt so auch über einen längeren Zeitraum unterwegs ist, ne, oder Wintercamping macht, da sind wir ja hier bei Megamobil auch super aufgestellt. Wir haben ja Top-Isolierung hier. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr euch da im Katalog, also wir haben ja eine 25 mm geschlossenporige Isolierung, das ist so ähnlich wie Armaflex. Mhm. Ja, und geschlossenporig heißt ja, da nimmt ja keine Feuchtigkeit auf. Ne? Mhm. Die meisten Reisemobilhersteller arbeiten ja mit einer offenporigen Isolierung und mit so einer Dampfsperre, damit die keine Feuchtigkeit zieht, die Isolierung. Mhm. Und wir haben hier bei Megamobil, haben wir eben geschlossenporig 25 mm. Der Boden ist 30 mm Styrodur isoliert. Also das ist eigentlich was normalerweise im teilintegrierten Bereich verwendet wird. Und wir haben auch keine Kältebrücken hier, weil auch die Holme ummantelt sind mit 6 mm. Mhm. Also wirklich top isoliert. Oh, ja. Wunderbar. Also das ist auch schon, auch wenn man hier so wirklich so... Das ist schön, ne? Ja. Also ich sag das auch schon mal, wir haben auch noch eine andere Marke, ne? Und da gibt es also auch eine tolle Sitzgruppe. Aber im klassischen Bereich hier vorne an der Schiebetüre, Rundsitzgruppe, gibt es ja nur eigentlich bei Megalounge in der Form. Aber Königin Elisabeth würde genau da sitzen, wo du jetzt sitzt. Ja, wunderbar. Ja. Den Tisch, den können wir ja auch noch verschieben hier, ne?
Ja, so, guck mal, dann könnt ihr den noch nach vorne schieben, dann habt ihr noch mehr Platz. Und dann eben auch zum Einstieg von links nach rechts oder rechts nach links. Ja, wunderbar. Ja, das ist nicht verkehrt, weil sonst ist das, wenn man so ein bisschen kompakter ist, etwas schwieriger. Ja. Ja, also wir haben an alles gedacht. Ne? Also an alles haben wir da gedacht. Ja, wie gefällt euch das Badezimmer? Wart ihr schon drin? Nein. Noch nicht. Nee, reingeguckt ja, aber ist schon so von der Optik her ist echt schick, oder? Schick. Ja, weil wir haben ja, das Badezimmer ist ja auch eine Megamobil-Konstruktion. Das ist ja was ganz Besonderes, weil das hat ja so eine Acrylglasscheibe. Man kann ja das wie zu Hause so eine richtige kleine Dusche abtrennen. Und dann ist der andere Bereich von der Dusche auch sehr schön geschützt. Ne? Das gucken wir uns halt mal an. Das ist nicht verkehrt, weil wir haben ja in dem 5,40 Meter ist das, also wir haben vor 2 Jahren, erste Corona-Jahr, genau, haben wir nämlich festgestellt, dass man da drin duschen kann, weil ich immer gesagt habe, das geht gar nicht. Aber es geht zwar, aber das ist echt der Hammer. Aber ich sage euch mal, bevor wir uns die Dusche anschauen, ne, ich setze mich mal zu euch hier. Ja. Ja, hier kann man ja auch wirklich mal mit 4, 5 oder 6 Personen sitzen. Ne? Mhm. Das geht auch. Ne? Gerade am Campingplatz, da ist ja schon mal so ein bisschen geselliger alles. Mhm. Da findet man dann auch schon mal schnell Kontakt. Und wenn man dann sagt, komm, wir setzen uns mal schön rein, trinken ein Gläschen Wein, geht dann hier super. Ne? Vor allen Dingen hier das hier. Ja, das ist echt. Ja, da hat man noch eine schöne Ablage. Ne? Ja, ist wunderbar. Vor allen Dingen, wenn man sich das so vorstellt, man steht irgendwo so am Wasser oder in der Natur und macht dann die Tür auf und kann dann hier sein Buch lesen. Ist das stabil genug, dass man darauf sitzen kann? Da können wir drauf sitzen, das ist stabil genug. Das gehört ja eigentlich mit zum Bett. Ne? Wenn wir jetzt, gucken wir uns gleich mal an. Ja. Da können wir ja dann hier oben dieses obere Dachelement absenken. Mhm. Und dann habt ihr ja eine Liegefläche. Das ist übrigens eine der größten überhaupt im Kastenwagenbereich. Wir sind bei über 2 Metern Liegeflächenlänge. Mhm. Und eine Breite von sage und schreibe 1,92 Meter. Das reicht. Das also, ich sag mal, gegenüber unseren 1,31. Ja, da habt ihr hier wirklich viel Platz. Ne? Das tut man ja nachts. Aber was ich noch sagen wollte, und zwar wegen dem Duschen. Ne? Mhm. Wir haben ja auch viele Kunden, die jetzt einfach sich erstmalig mit diesem Camping beschäftigen und auch zum Beispiel sagen, Menschenskinder, Kastenwagen ist schön kompakt, damit kann man überall gut parken und ist eben handlicher wie ein teilintegriertes Fahrzeug, ist ja auch ein sehr sicheres Fahrzeug, weil die sind ja natürlich auch crash getestet, die Wagen. Ne? Mhm. Aber was ich sagen wollte ist, das Campingverhalten ist ja bei einem Kastenwagen komplett anders, wie jetzt zum Beispiel mit einem Wohnwagen oder so. Ja, klar. Ne? Und man mit einem Wohnwagen, da steht man ja vielleicht, da sucht man sich ein Ziel aus, da fährt man dann hin, Stützen runter, Vorzelt aufbauen, Kühlschrank raus, Küche raus und dann ist man eingerichtet und dann ist ja immer ein bisschen aufwendiger. Da bleibt man dann meistens, ja, ich sag mal, eine Woche oder so. Mhm. Und beim Kastenwagen, also meine Frau und ich, wir haben ja auch einen Kastenwagen, ja, wir kommen an, ne? Dann fahren wir an dem einen Tag, fahren wir nach links um den See, am zweiten rechts um den See, dann jedes nochmal eine Stadt und dann fahren wir ja weiter. Mhm. Und wir nutzen also sehr viel auch eine App, wo so Vorschläge für Stellplätze sind. Die kennen wir. Ne? Also ich kann das ja mal sagen, auch wenn die Kamera jetzt läuft, wir haben da keinen Werbevertrag mit, aber ich komme super klar mit Park4Night. Ist also unsere Leit-App. Ist super, also wir machen alles. Obwohl man dabei auch immer aufpassen muss, das heißt nicht alles, was da drin steht, dass man es auch darf. Nee, das stimmt. Das ist auch immer so die Frage, weil viele Plätze drinstehen, wo man nicht parken da, darf. Ne? Da ist ja dann auch manchmal ein Foto von einem, von so einer Platzordnung und wenn man das dann durchliest, dann weiß man Bescheid. Ne? Ja, genau. Ja, die Kommentare sind wichtig, die sollte man durchlesen. Ja, das genau. Habe ich in Schweden auch gemerkt, wenn das schon steht, da steht jetzt ein Campingverbotenschild, da wissen wir schon Bescheid, brauchen wir gar nicht anfahren. Ja, also es ist so, dass wir da sehr viel drüber machen und man kann dann ja auch auswählen mit Sanitär, ohne Sanitär und so. Und wir haben also festgestellt, dass wir also auch sehr gerne Plätze ansteuern, wo keine Sanitäranlagen sind. Mhm. Und wir nutzen also bei unserem Kastenwagen auch die Dusche täglich. Und das ist also ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für alle Neueinsteiger, dass also gerade die Dusche oder der Sanitärbereich nicht unterschätzt werden darf, ne? Im Fahrzeug. Ja? Mhm. Und bei Megamobil, da haben wir ja Premium. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal hier die tollen Verkleidungen, habt ihr alles schon. Ne? Die kommen ja noch zur Isolierung dazu und top. Ne? Fühlt sich auch gut an. Ne?
Auch von der Akustik jetzt hier drin, ne? Ja, oder? Ist wunderbar. Ja. Also ich glaube, das ist auch wirklich noch schallgedämpfter als, also wir haben bei uns schon das Gefühl, dass wir die Außenwelt gar nicht mehr so wahrnehmen, ja. Dass das geschützt ist. Aber hier ist, glaube ich, noch ein Tacken drauf. Ja, also ich sag mal, wir machen ja schon lange Kastenwagen und meine persönliche Meinung ist, also die, das Megamobil, also tatsächlich, die Kastenwagen-Szene nach oben abrundet, nicht unbedingt vom Preis, weil da sind wir, ich sag mal, in einem gesunden Bereich, aber auf jeden Fall von der Qualität. Ne? Mhm. Wir haben immer hier beim Holz, das ist also CPL-beschichtetes Holz, wir haben immer 15 mm Pappelsperrholz. Die Kanten, die sind also ABS-umleimt. Das heißt also, das ist nicht so ein Papierumleimer, sondern das ist wirklich ein qualitativ hochwertiger Umleimer. Die Scharniere, die wir haben, ich kann ja mal hier einfach mal so einen Schrank aufmachen. Das sind also aus dem Premium-Küchenbereich Blumenscharniere. Ja, also das ist von der Qualität wirklich besonders gut. Ne? Ja. Ja, dann haben wir auch schon gemerkt, wir haben ja auch schon mal jetzt hier Schränke aufgemacht. Ja. Wenn man das gegenüber anderen Modellen, die, ich sag mal, wesentlich teurer sind, wenn man da die Türen oder Klappen aufmacht, dann denke ich mir auch immer, ja. Kann eigentlich nicht sein. Ne? Also hier bei Mega Lounge ist natürlich so, bin ich jetzt auch besonders stolz. Ne? Jetzt müssen wir den genau, guck mal hier. Soft Close, ne, haben wir auch. Habt da drauf, ne? Mhm. Ja. Vor allen Dingen, das ist ja das Highlight für jede Frau, ne? So ein Apothekerschrank, ne? Natürlich. Ja. Ja, also der Mega Lounge ist ja entstanden. Es gab immer wieder, wir machen ja schon lange Camping oder sind Campinghändler und immer wieder kommen natürlich Fragen von Kunden nach Grundrissen und so. Und im teilintegrierten Bereich haben wir ja oft so eine Rundsitzgruppe. Mhm. Und dann kam dann irgendwann auch mal die Frage, warum gibt es das eigentlich nicht beim Kastenwagen? Ja, und da ich also auch technisch, sage ich mal, so ein bisschen interessiert bin, also bei uns kommt kein Handwerker zu Hause und Haus. Erstmal, ne, ist Herreberg dran. Ja, genau. Dann haben wir hier noch ein sehr schönes Verkäuferteam und der Herr Musotto und ich, wenn wir dann abends nach Feierabend dann da sitzen und uns so ein bisschen was überlegen, da kam dann auch mal die Frage auf, Menschenskinder, hier wäre doch mal was für einen Kastenwagen, ein paar Skizzen zu machen, und dann haben wir uns dann hingesetzt und haben mal überlegt, wie könnte das Ganze aussehen, und dann ist dann hier dieser Grundriss vom Mega Lounge dabei rausgekommen. Wir hatten, ich glaube, 25 Zeichnungen mit Maßen und sind dann auch mal durch eine Leerkarosse gegangen, um mal zu gucken, wie könnte das aussehen. Dann haben wir das zu unserem Partner nach Megamobil nach Slowenien geschickt. Und ich bin dann hingefahren, war dann eine Woche da, hatte dann auch mal 3 Tage einen Blaumann an. Und dann haben wir also den ersten Prototypen vorbereitet. Und so kann man sagen, dass, ich sag mal, der Mega Lounge ein echter Büsken-Kastenwagen ist, und das ist natürlich dann auch besonders schön, wenn der Grundriss dann auch gut ankommt. Mhm. Ne? Deswegen auch diese persönliche Beziehung hier zu dem Fahrzeug. Ja. Aber es ist wirklich Hammer-Idee gewesen. Also, ja. Weil wir kennen ja schon viele Kastenwagen, auch wie gesagt, wie die auch alle heißen, ist auch egal. Aber dann ist das, wenn man dann zum Bett geht, dann teilweise so ein Durchgang, wo man dann denkt, genau. Und gerade auch jetzt, ich meine, das ist ja ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug hier. Ne? Wir haben also wirklich 2 Sitzplätze, Gurtsitzplätze. Aber viele Leute haben ja auch zum Beispiel einen Hund oder so. Und da ist dann auch für den Vierbeiner noch genügend Platz hier im Fahrzeug. Und die Ausstattung von Megamobil, die ist ja überdurchschnittlich. Auch die Serienausstattung. Wir bieten ja nicht nur den Premium-Innenausbau an, sondern auch die sehr hochwertige Ausstattung. Wir haben so ein Premium-Paket, wo auch da eine Lithium-Batterie schon drin ist. Mhm. Wo zum Beispiel auch eine Außendusche mit dabei ist oder auch ein Gasaußenanschluss, wenn man jetzt mal zum Beispiel einen Gasgrill außen anschließen möchte oder ein Kochfeld oder vielleicht einen Heizstrahler, das ist also auch alles schon mit dabei. Ne? Mhm. Unendlich viele Steckdosen, ja, aber da könnt ihr ja gleich in Ruhe selber auch nochmal gucken, was euch hier alles so auffällt. Das Einzige, was so auffällt, sind nur so die kleinen Schränke. Aber ich glaube, man hat alternativ genug Varianten, wo man, ich sag mal, seine Sachen unterkriegen kann. Vor allen Dingen das Fach da oben ist ja. Also, ja. Also es ist tatsächlich so, dass eigentlich der Mega Lounge ein echtes Stauraumwunder ist. Ne? Da fällt einem vielleicht gar nicht so auf. Aber du hast natürlich recht, oben die Klappe, die ist gewaltig. Ne? Wir haben ja hier H3 Dachhöhe, der Stauraum ist wirklich so hoch und geht über die gesamte Fahrerhausbreite. Tief ist ja ungefähr so.
Ideal geeignet für Handtücher, für Jacken, Decken. Und Decken und solche Sachen. Ne? Dinge, die man nicht alltäglich braucht. Genau. Dann haben wir ja hier oben rum die Schränke. Das sind ja 4 Stück. Ne? Ich weiß nicht, wir können ja mal einen aufmachen. Ne? Auch hier wieder die Blumenscharniere. Und hier haben wir also 4, auf jeder Seite 2. Wenn wir gleich das Bett ablassen, sind dahinter gelagert nochmal 4 Schränke. Dann sind wir schon bei 8 Oberschränken. Hinten der, guck mal, hier kannst du mal, Rudi, da ist auch komplett Schrank über die gesamte Breite. Und da drunter auch. Der hat einen Zugang von hier, wenn das Bett unten ist. Mhm. Und von außen, wenn das Bett oben ist. Da können wir Pullover, Hosen unterbringen. Mhm. Dann haben wir hier noch einen schönen geräumigen Schrank und hier. Das wäre also ideal geeignet, zum Beispiel für T-Shirts oder so. Mhm. Und meistens sind die Mädels ja ein bisschen kleiner von der Statur als die Jungs. Da haben wir dann auch genau an der Stelle, wo es dann sein soll. Genau, ja. Ich weiß nicht, ob du, kriegst du das drauf? Ja, ich bin so gleich 1 und 3. Ja, so, ne? Das ist dann die Trittstufe, da können wir dann prima oben dran. Und das Ganze natürlich dann auch wieder hier. Mit Klappe und mit Stauraum. Mit Klappe und, guck mal hier, mit Premium Soft Close. Ich zeig's nochmal. Sogar hier in dem Bereich. Ne, also habt ihr jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gucken wir uns mal an. Ne? 10 Schränke, um Klamotten unterzubringen. Ja, das muss wohl reichen, ja. Genau, und hier drunter habt ihr ja auch noch ein Fach, ne? Ja, stimmt. Das ist ja, wenn das nicht da reinkommt. Genau. Wenn ihr jetzt euch überlegt, hier diese Polster eben tagsüber oder immer draußen zu haben, habt ihr da auch noch einen riesigen Stauraum. Mhm. Ja. Ja, Badezimmer. Wollen wir mal gucken. Ja, Uli, ich bin schon mal reingegangen. Guck mal hier, wir haben also jetzt, das ist schon mal ein Highlight. Wir haben also hier den Durchgang, das ist eine Lamellentür. Und wenn die geschlossen ist, hier ist ein Magnetstreifen, dann schließt sie, bleibt also auch während der Fahrt geschlossen. Mhm. Der Vorteil von der Lamellentür ist eben, die geht nicht in den Raum. Das heißt, die könnte auch tagsüber auf sein, ne? Ist kein Problem. Mhm. Und wenn man jetzt hier mal in unser Premium-Badezimmer so reinschaut, dann sieht man ja auch schon hier diese Acrylglastüre. Mhm. Und so kann man also, ich gehe gleich mal raus und zeige es nochmal anders, so kann man also hier den Duschbereich von dem anderen Hygienebereich eben schön abtrennen und hat kein Spritzwasser. Ne? Die Dusche selber ist dann hier und ich mache das ja immer so, ich stehe da ja nicht so drunter stundenlang und mache Wellness, aber ich mache das so, ich mache mich nass, ne? Und dann schmiere ich mich dann ein mit entsprechenden Produkten und sprühe mich dann wieder mit Wasser ab. Ja, klar. Wir haben, Wasser ist vielleicht noch ein Stichwort für euch, wir haben also einen 80 Liter Frischwassertank und noch die Truma Kombi Heizung, die hat ja auch einen 10 Liter Boiler. Das Wasser können wir zwischen 50 und 70 Grad aufheizen und serienmäßig ist auch das CP Plus Bedienelement, das könnt ihr also alles auch heizungstechnisch programmieren, dass ihr also, wenn ihr tagsüber unterwegs seid, eben entweder, wenn ihr eine Dieselheizung wählt, Diesel sparen könnt oder bei einer Gasheizung Gas sparen könnt, dann könnt ihr so programmieren, wenn ihr dann wisst, ihr seid um 3:30 wieder da, da er dann schön in ein aufgeheiztes Auto kommt. So ist das dann auch mit dem Wasser. Guck mal, geh mal dahin, dann siehst du das, glaube ich, besser. Ich gehe jetzt mal raus. So. Und jetzt lege ich hier mal die Acrylglastüre um. So. Und da haben wir also auch jetzt hier unser Badezimmer. Und wir haben also jetzt auch schon, kann ich vielleicht mal so ein kleines Geheimnis verraten. Wir werden also auch noch eine neue Badezimmervariante kriegen, das Update zur Messe. Mhm. Wird also so sein, dass das Waschbecken hier in einer Konsole ist und wir das über die Toilette schieben können, um noch bequemer dann hier zu stehen und sich waschen zu können. Ne? Ansonsten war es eben ganz bewusst von uns so gewählt, dass das Waschbecken in der Ecke ist. Dadurch wandert die Toilette nach vorne. Und in dem gesamten Bereich von der Toilette bis nach vorne, also etwa in der Tiefe bis zur Außenversorgungsklappe, ist eine kleine Hygienegarage. Das heißt, in dieser Hygienegarage ist Platz für ein 5-Liter-Eimerchen, da könnt ihr die Toilettenchemie unterbringen und alles, was so dazugehört. Was man braucht. So, und wenn er dann hier sitzt, guck mal, wie schön, da habt ihr richtig Platz.
Nein? Ja, ich glaube, da muss ich auch mal eine Sitzprobe machen, ob das bei mir passt. Ja, da halte du auch mal eine Sitzung sozusagen. Hier haben wir dann noch ein kleines Fach. Ne, da kann man sich individuell verwirklichen, so ein kleines Regälchen reinstellen. Das hier ist eine Serviceklappe zur Außendusche, wo die Anschlüsse dann von innen nochmal zu erkennen sind, wenn man irgendwelche Wartungsarbeiten machen möchte. Beleuchtung ist klar. Dadurch, dass wir die Acrylglastüre haben, ist eben ja auch der Bereich Dusche vom Hygienebereich abgetrennt und deswegen auch die 230 Volt Steckdose. Mhm. Wenn du dir mal die Haare föhnen möchtest und am Außenstrom bist, hast du direkt wunderbar. Haare föhnen, was ist das? Naturtrocknen, ja? Ja. Ja, und hier auch wieder ein riesiges Fach noch. Ne? So, ich gehe mal raus, du kannst mal eine Sitzung halten. Man muss ja wissen, ob das funktioniert. Ne? Kann man sich so da drauf setzen? Ja, so setze dich da jetzt drauf. Ja, das Geschäft machen wir ein andermal. Ne? Klappt das? Also so, ja. Ich überlege nur gerade, weil man ja auch, ne? Weiß schon. Meinst du, dass, wenn du das Papier zur Hand nehmen musst? Genau. Ja, dann musst du dich vielleicht dann in dem Moment so ein bisschen erheben. Ja, ich meine, das funktioniert, klar, keine Frage. Gut, aber noch mehr ins Detail. Nein, wollen wir nicht. Ja, aber man muss ja immer überlegen. Ne? So, und jetzt klappe ich mal die Dusche auf. Dann teste ich das mal, wie weit. Aktive Duschentest. Und? Mehr Platz hat. Jetzt haben. Platz hat. Ja, ist doch super. Schön. Ja, also ich finde es auch toll, ne? Und wir haben es auch ganz bewusst so gemacht. Das Badezimmer ist ja von der Konstruktion auch so ein bisschen anders wie bei den meisten Herstellern in dem Segment. Wir haben eben Badezimmer, welches eine Längskonstruktion ist und nicht eine Konstruktion, die in den Raum geht. Dadurch haben wir hier diese gewaltige Durchgangsbreite. Die ist ja überdurchschnittlich, ne, bevor man dann hier in diesen Bereich dann kommt, der ja noch breiter ist. Ne? Mhm. Soll ich euch das denn mal mit dem Bett zeigen? Ja, das wäre ganz gut, ja. Also um das Bett machen zu können, muss man so zwei, drei Sachen berücksichtigen. Das ist jetzt hier die mechanische Tischvariante. Wir haben auch schon bei einem Kunden einen elektrischen Tisch eingebaut. Mhm. Da musste man dann nur aufs Knöpfchen drücken. Ne? Aber letzten Endes wird hier unten entriegelt. Kann man den Tisch nach unten schieben. So, jetzt müssen wir Folgendes machen. Ich schmeiß mal die Kissen gerade hier nach oben. So, jetzt nehmen wir die Sitzpolster und legen die einfach hier so drauf. Das müssen wir deshalb machen, weil der Oberschrank geht da runter, der sitzt dann auf der Sitzfläche auf. Dadurch können wir die Gurte entlasten. In der ersten Prototyp-Version waren die Sitzpolster noch auf der Bank und das Bett wurde nicht entlastet von den Gurten, sondern hing in den Gurten. Mhm. Und da kam oft der Wunsch auf, komm, wie geht das, können wir nicht ein bisschen die Gurte zur Seite packen? Und dann ist eben diese Konstruktion draus geworden. Hier oben kommt dann ein Schlüssel rein. Mhm. Und dann kann man das Bett hier über die Funktionstasten hoch und runter machen. Wenn ihr euer Auto kriegt, kriegt ihr euren eigenen Schlüssel. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das von hinten zu machen. Und ich gehe jetzt einfach mal nach hinten und mache das dann mal von außen. Mhm. Geh mal eben raus, ne? Ja. Da bin ich wieder. Ja. So. Jetzt drücke ich hier eine Funktionstaste und dann geht das Bett runter. Oh, aber schnell. Ja. Ja, manchmal wird man ja schnell müde. Dann muss man schnell. Stopp. So. Da war noch ein Kissen im Weg. So, jetzt ist das die ursprüngliche Liegeflächenbreite. Jetzt können wir aber eins machen. Jetzt können wir im Prinzip dieses Kissen hier nehmen, das hier so hinpacken, aus dem Dingen auch rausnehmen. Ihr hattet das eben auf der einen Seite schon rausgenommen. So, legen wir das mal hier so hin. Und dann lassen wir mal weiter ab. So. Genau. Und dann habt ihr hier oben diese Aufnahmen. Und wenn wir dem noch mehr Spiel geben, können wir dann die Gurte Ach, das ist die 16. Ja, hier
so hinpacken. Und dann sind die Gurte im Prinzip auch, können wir dann vorne auch machen, aus dem Aktionsbereich. Ne? Und da ergibt sich jetzt diese gigantische Wahnsinn. Liegefläche eben. Ne? Und unten, hatte ich ja eben gesagt, ist diese Trittstufe, um oben an den oberen Schrank zu kommen. Unter dem Apothekerschrank könnt ihr die mal rausziehen. Und wenn ihr euch die Schuhe auszieht, könnt ihr euch gerne auch mal ins Bett legen. Machst du oder ich? Ich? Natürlich jetzt ungünstig. Warum? Ja, das sieht so. Wunderbar. Aber du hast doch jede Menge Platz nach hinten, ne? Ich habe noch jede Menge Platz nach hinten, ja. Super, das sieht bequem aus. Klasse. Aber vor allen Dingen hier, ne? Das ist echt. Erzähl. Vor allen Dingen ist dann so schön, wenn man dann morgens Frühstück Kaffee machen. Und dann hier an eine Wand anlehnen oder da hinten und dann. Ja, zum Frühstück. Und da oben ist jetzt auch die Klappe. Ja. Ja. Und von der anderen Seite gucken wir da auch dran. Super. Ich hoffe, ich habe keine Löcher in den Socken. Nein, hast du nicht. So, seid ihr schon fertig? Ja, ich habe schon mal Probeliegen gemacht. Was Probeliegen gemacht. Und ihr habt auch die Einstiegshilfe zum Bett genutzt jetzt, ne? Ja. Also ich brauche die schon, wirklich. Also das geht gar nicht ohne. Mhm. Ja, also ich finde auch, ich gehe jetzt nicht ganz drauf, weil ich schon noch die Schuhe habe. Mach die Finger bei euch. Wahrscheinlich, ne? Ja, also was jetzt auch zu sagen ist hier, ne? Wir haben ja jetzt hier auch noch die Oberschränke hier drin. Die sind also jetzt gedacht für Unterwäsche. Ne? Das heißt also, wenn ihr jetzt hier das Bett unten habt und euch morgens ankleidet, dann könnt ihr eben hier die ich sag mal Unterwäsche eben unterbringen. Ne? Das ist eigentlich schön. Und dann habt ihr hier hinten, rechts und links, jeweils noch eine Ablage, die ja auch verschwindet, wenn man da jetzt zum Beispiel einen Wecker unterbringen möchte. Mhm. Im Urlaub hat man keinen Wecker, oder? Naja, geht nicht. So, und hier rechts und links auch nochmal USB, um dann, hoppsala, um dann das Handy zu laden. Mhm. Ne? Hab da auch, und das ist auch tagsüber dann zugänglich. Mhm. Ja? So, nicht schlecht. Was auch noch zu erwähnen ist an der ganzen Sache, ist der Griff da. Der ist normalerweise unten bei den Modellen von Fiat, Peugeot und Citroën. Mhm. Den haben wir nach oben verlegt. Und ja, wir haben ja auch hier diese Stoßverkleidung. Mhm. Auch dann kommt so dick Luft. Mhm. Und dann kommt ja die Tür. Und durch diese Konstruktion ergibt sich sogar an dieser Stoßkante eine Doppelisolierung. Mhm. Ne, weil ja in der Mitte ist die Luft, außen ist Blech und innen ist dann eben das Verkleidungselement. Also auch nochmal zum Thema Winterisolierung, ist das natürlich cool, oder? Ja, wir haben ja bei unserem immer gelöst, so für die Scheibenabdeckung für draußen, so für gegen Zufrieren oder ja, so. Das haben wir dann reingelegt und einen Vorhang, so einen Thermopen-Vorhang, aber man merkt es trotzdem noch. Können wir ja, wenn ihr das Auto habt, werdet ihr sehen, das ist nicht nötig. Ne? Mhm. Also das ist jetzt extra so konstruiert. Und ich finde es ziemlich gut, auch mit dem Griff da oben eben, das ist dann, wenn man dann mal irgendwie notfallmäßig raus muss, auch kein Problem. Ja, der ist ja wichtig. Also. So, was jetzt auch schön ist, ich meine, ist, dass das Bett gegenüber den normalen Fahrzeugen etwas tiefer ist. Dadurch habt ihr jetzt auch eine schöne Höhe nach oben. Ne? Und ich kann mich mal hier so ein bisschen drauf knien. Siehst du, ich bin jetzt 1,78 Meter, habe aber einen langen Oberkörper. Ne? Also für alle, also ist schön Platz nach oben, wenn man sich hier hinten auch mal ein bisschen bewegen möchte. Ja, und das ist eben auch noch ein Vorteil hier von dieser Bettkonstruktion. Das ist wunderbar, das ist Platz hat. Cool, ne? Oder? Ja, ist Hammer. Ja, ich finde auch. Also das ist wirklich schön und ist auch gemütlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
Das ist, ich habe schon so gerade gesagt, wenn man dann so morgens beim Frühstück, ne, dann kann man sich da anlehnen, frühstücken, noch sitzen bleiben oder irgendwie, das ist... Ja. Und wenn wir gleich aus dem Bett gehen, wir haben ja auch für den Fall, dass einer von euch mal länger liegen bleiben möchte, vorne die Möglichkeit, du kannst dich ja mal da hinsetzen auf den Sitz, guck mal, genau. Und dann drückst du mal in der Küchenzeile gegen die obere weiße Leiste. Genau. Und da kannst du dann schon mal einen Kaffee trinken oder so. Oder wenn jemand dein abends... Platz, ne? Na, hast dann du... Das wird nicht so, dass ich immer länger im Bett liege, weil ich ein bisschen Rheuma zu tun habe. Und Uli setzt sich dann immer hin und trinkt sich hier einen Kaffee. Ja, das ist für dich. Kannst du einen Kaffee trinken. Wie macht ihr das denn mit dem Kaffee? Kaffeemaschine oder? Brüttelkaffee. Ja, also ist alles Stress. Ja. Also wir haben da ja auch früher, als wir den Wohnwagen hatten, auch immer mit der Kaffeemaschine hantiert. Mhm. Und inzwischen sind wir davon ab. Wir machen das also so, wir nehmen Nescafé Gold, diesen Pulverkaffee, machen uns schön Wasser heiß und dann brühen wir uns den auf und dann ist gut. Mhm. Ne? Da hat man weniger Stress. Ne? Also dann ist man vor allem auch ein bisschen unabhängig von den 230 Volt. Ja, deswegen sind wir da auf diesen Drückekaffee gekommen und das hat irgendwie... Wir wollten an den Drückekaffee auch mal zu Hause trinken, aber da fehlt Camping dazu. Also der Drückekaffee ist jetzt Insider, also heißt eigentlich French Press. Ah, okay. Ja, schön. Ja, also kann man machen, wie man möchte. Man kann ja auch, also wenn er nochmal guckt, dann auch in dem Katalog oder in der Preisliste, geht ja auch, gibt ja auch die Möglichkeit, einen Spannungswandler zu bestellen. Dann könnt ihr also, habt ihr auch eine Bordversorgung hier innen drin mit 230 Volt. Wobei man sagen muss, viele Leute, der hat ja unendlich viele Steckdosen und das heißt nicht, dass jede Steckdose auch besetzt werden muss. Mhm. Ne? Das belastet natürlich so einen Umwandler und auch die Batterien. Also meine Empfehlung ist, sowas dann zum Beispiel zum Laden fürs Laptop zu benutzen oder so, wo eben nicht so hohe Spannungen sind. Oder auch wenn man jetzt ein E-Bike hat, ist das natürlich auch cool, wenn man dann mit dem Spannungswandler die E-Bikes laden kann. Mhm. Ne? Ja gut, so. Wir kommen im Moment auch noch ohne klar. Also Wer hatte jetzt Rheuma? Du hattest Rheuma, ne? Ja, genau. Ja. Guck mal, dann nochmal zu dem Rheuma, ne? Wir haben ja, wir haben nämlich bei der Matratze nicht den Klassiker, wie das oftmals in Reisemobilen verbaut wird, sondern war jetzt auch mein persönlicher Wunsch, weil, Schätzelein, ich hab Rücken. Ja. Wir haben hier einen Viskoschaum. Das heißt also, wir haben einen Kaltschaumkern und oben drüber noch einen Viskoschaumanteil. Das merkst du auch schon, wenn da, wo du jetzt zum Beispiel deine Hand hast, ne? Ja. Da ist also jetzt eine besondere Matratzenqualität, die eben dann auch wirklich einen erholsamen Schlaf garantiert. Lattenrost haben wir auch. Mhm. Ne? Das ist auch mit dabei. Ich hatte auch erst gedacht, wo ich die Matratze gesehen habe, Ja. So. Aber die ist muss super. Gleich mal lang machen, dann kannst du das auch mal so testen. Ist das ist ja für dich wichtiger als für mich jetzt. Aber. Aha. Genau. Also kann man dann so eine Schlafdecke drüber legen, ne? Über den gesamten Bereich, muss man natürlich dran denken. Das ist ja, also ein Spannbetttuch können wir nicht nehmen. Ne? Da gibt es ja so Decken, die kann man dann unten drüber ausbreiten, das ist eigentlich am einfachsten. Und wenn wir das Bett dann gleich hochlassen, oben ist dann noch ungefähr so viel Platz, damit die Bettwäsche eben dann auch oben drauf bleiben kann, dass man die dann nicht anderweitig verstauen muss. Hinten kommt unser Wasserkissen drauf, das passt. Genau, hier ist ja der andere Schrank. Hatte ich den schon aufgemacht? Nee. Nein, nicht. Guck mal, dann können wir auch mal eben drauf drücken. Oh, da ist aber... Ja, eine unendliche Weite. Oh. Ja. Hallo. Aber ihr könnt eben auch von außen dran, wenn das Bett oben ist, ne? Damit man also immer die Möglichkeit hat, den Zugang auch oder den Schrank zu nutzen dann. Ja. Das ist ja Hammer. Mhm. Ich glaube sogar bei dem Schrank, jetzt springe ich wieder nach vorne, apropos Schrank, ne? Dann bräuchte ich doch schon so eine Klammer oder einen Haken, um die Teile, die links sind, rauszuholen. Ja, also ich glaube, selbst du. Ich würde sagen, wir machen dann die klassische Aufteilung. Ne? Ne? Du kriegst die Komfortplätze und dein Mann nimmt dann die anderen. Und ich glaube, um die Dachhaube aufzumachen, brauche ich auch eine Leiter. Ja. Den Kleiderschrank, den haben wir eben noch vergessen mitzuzählen. Ne? Ja, hier ist ja noch einer. Ja, da sind jetzt in dem Fall sind jetzt ein paar Regalböden drin. Das ist auch klug. Ne? Die kann man aber rausnehmen. Und alternativ kann man eine Kleiderstange haben, wenn man mal was zum Aufhängen möchte. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Und hinterm Fahrersitz, das Badezimmer ist ungefähr so ein Stück in den Raum versetzt. Oberhalb ist auch noch eine Kleiderstange.
Da, ich weiß, da kannst du auch Licht anmachen. Boah. Ist ja an. Ist an. Licht ist ja. An? Ja. Ja, gut. Okay. Unten, wo ihr die Tasche hingestellt habt, da ist dann ja auch noch was. Ne? Also da. Genau. Da ist auch noch eine Box. Ja. Schuhe. Schuhe. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel Schuhe, ja. Ja gut, also, ich glaube, ihr wollt nochmal zusammen vielleicht einmal drauf, oder? Aufs Bett? Oder du wolltest nochmal nicht drauf? Ja, ich aber ein bisschen. Okay. Aber jetzt eine Frage noch, die Kühlschränke. Da ja. Gibt es ja mehrere Varianten. Ja, können wir nochmal tauschen, dann gehe ich nochmal zum Kühlschrank. Ja. Was ist denn jetzt an dem? Also, weil das ja wohl Rolls-Royce ist oder sowas, ne? Habe ich. Ja, also da kann man schon, also erstmal grundsätzlich haben wir ja Kompressorkühlschränke bei uns, das heißt, die werden ja elektrisch betrieben. Super. Der Vorteil von einem Kompressorkühlschrank ist, das ist praktisch der gleiche Kühlschrank wie den, den ihr auch zu Hause habt. Mhm. Der kühlt richtig super, auch während der Fahrt. Mhm. Absorberkühlschränke kühlen ja am besten mit Gas. Die laufen auch auf 12 Volt, aber während der Fahrt ist das mehr so eine Behelfskühlung. Und damit man, da man ja mit so einem Kastenwagen meistens unterwegs ist, der Kompressorkühlschrank auf jeden Fall erste Wahl. Hat auch Platzierungsvorteile. Und normalerweise haben wir also serienmäßig einen 90 Liter Kühlschrank. Der ist dann etwa in der Höhe hier wie der Schrank, schließt er ab. Und unterhalb ist dann noch ein Staufach. Das ist jetzt hier der von Vitrifrigo, der Slim Tower. Der hat also hier insgesamt 140 Liter. Und hier unten kann man also auch noch eine schöne Menge an 1,5 Liter Flaschen unterbringen. Gefrierfach ist natürlich auch gewaltig hier bei dem Auto. Ja? Das ist ja für Vorratshaltung auch nicht schlecht. Also wir. Aber jetzt, der andere hat ja auch ein Gefrierfach, ne? Ja, aber der ist ja, guck mal, wie groß das ist. Hast du das gesehen? Guck mal hier, da kannst du alles reintun. Ne? Also wir machen das tatsächlich so, dass wir, wenn wir unterwegs sind, versuchen uns selber zu versorgen für die Tage, wo wir eben nicht essen gehen, dass wir eben nicht unbedingt einkaufen müssen und wir nutzen eben auch gerne unser Kühlschrankvolumen und man muss ja auch immer eins bedenken, viele Leute sagen vielleicht, dann geht mir unten der Schrank verloren, ja, das ist relativ, weil wenn die Flaschen muss ich auch irgendwo unterbringen. Genau, das wollte ich jetzt sagen, wenn du die Flaschen so mitnimmst, musst du auch irgendwo damit hin und so kannst du sie eben da unten direkt reintun, sind sie gekühlt und man kann auch andere Sachen drin kühlen. Ne? Da kann man zum Beispiel Gemüse. Besser Fleisch, oder? Da sind wir uns auch nicht ganz einig. Ja, also ich. Also Gefrierfach wäre ja schon dann mit Fleisch voll und da unten wäre dann Gemüse drin. Ist ein Kompromiss. Ist ein Kompromiss. Ne? Also man, es gibt da keine Vorschrift, würde ich sagen. Man kann alles reintun. Ne? Ja. Nicht schlecht. Ne? Also auch eine coole Angelegenheit. Mhm. Wenn ihr wollt, mache ich das Bett jetzt gleich wieder hoch oder wolltest du noch mal eine Liegeprobe machen? Ja, könnte ich mir noch auflegen. Ja, okay, dann gehe ich mal raus und komme dann gleich noch mal zu euch. So, ich brauche da keinen Tritt für, bei mir geht das so. Ja, ich bin ja stumpi. Also ich habe meine Schuhe ausgezogen, ne? Das macht ein anständiger Mensch, wenn er sich in so einem Bett liegt, was an mich gehört. Ach, Spatzel. Oh, ich habe noch Platz, jede Menge hier. Und ich soll mal vom Liegegefühl. Ja, wenn jetzt noch unser Wasserkissen dabei ist, passt das. Ja, also echt geil. Und Fenster zu beiden Seiten raus, total super. Dann kann man auch mal gucken, wer da gerade vorbeischleicht. Weißt du, wie du jetzt gerade aussiehst? Ja. Als ob Karneval ist. Tada! Mit dem Hütchen oben auf dem Kopf. So. Schöne Lichtleisten hier, also überall, wo du hinguckst, Licht, also das ist fantastisch, das Ding. Oh! So, jetzt aber sagst du zur Matratze? Bitte? Zur Matratze? Super, super bequem und ihr seht ja, wie ich mich hier drauf bewege. Das ist, man kann, also dieses Rausklettern, normalerweise, wenn jetzt hier das Querbett wäre und hier ist ja dann normalerweise auch der Schrank, da müsste ich immer so raus und das ist ja nicht so angenehm. Und jetzt kann ich nach vorne rausrutschen, so, zack. Bin draußen und habe eine Stufe, wo mich da nicht stehe. Perfekt. Gefällt mir echt gut. Also für mich ist schon klar, ich weiß, was der nächste wird. Du Einhorn. Ja, ich mache sie davor aus Hygienegründen. So, gut. So, was ich jetzt noch entdeckt habe, ist so ein Vitrinenschrank hier. Auch nicht schlecht. Für Flaschen und für Gläser. Obwohl, da muss ich ganz ehrlich sagen,
da wäre normaler Stauraum irgendwie sinnvoller. Also, ja, weil wir nicht so die Vitrinen-Fans sind. Aber ist Geschmackssache. Aber, nee. Guckst du nicht dran, da muss man da machen. Ja, ich komme schon dran, das würde gehen, aber man kann sich ja auch eine kleine Trittleiter holen, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Aber den haben wir noch nicht angeguckt. Richtig. Und der hat ja mal richtig Tiefe. Ich mache die Klettermax, aber ich gehe mal direkt da vorbei. Also da ist Platz satt, da passt eine ganze Menge von meinen Jacken rein. Ja, wir gehen jetzt mal raus und gucken uns mal von außen an. So, ich habe mich mal hier gerade so schon mal hingestellt. Wir hatten ja drüber gesprochen, dass ich das Bett hoch mache. Du bist hier gerade die Schuhe am Anziehen, ja? Alles klar. Gut, also, jetzt hatten wir ja eins gemacht. Jetzt hatten wir ja eben die Gurte im hinteren Bereich mal in die Außenführung gelegt. Bevor wir das Bett jetzt hoch machen, müssen die wieder aus der Führung raus. Da dürfen wir nicht vergessen. Mach das mal. Einmal und dann hier zweimal, ja? So, und jetzt nehmen wir auch die Kissen, die hatten wir ja eben genommen, damit die Gurte nach außen gedrückt werden. Die legen wir jetzt einmal hier hin und einmal hier hin, so. Und dann können wir jetzt wieder die Funktionstaste betätigen und das Bett hochmachen. Die haben wir jetzt hier und jetzt sieht man schon langsam, wickelt sich das Ganze auf. So, und jetzt geht das Bett hoch. Guck mal da, herrlich. Ja, und jetzt haben wir auch noch mal, ich mach mal gerade auf Stopp. Jetzt sehen wir oben die vier Schränke und hier unterhalb auch noch mal die vier Schränke. Ne? Was ist das für vier Kasten da unten runter? Ja, darunter ist der Zugang zum Motor. Ach so. Und da ist auch so ein kleines Löchchen auf der einen Seite. Dass man runterkurbeln kann. Von wenn mal Strom irgendwie knapp wird, dass man runterkurbeln kann. Ne? Ach so. So, ich lege mal hier die Dinger hier so hin. Ich muss mal jetzt eben hier, da das offen ist. Ja, guck mal, komm mal hier rauf. So, hier in dem Bereich, da ist jetzt ein Staufach. Wenn wir in diese Vertiefungen reingreifen würden, brauchst du jetzt nicht machen. Mhm. Darunter ist dann der Frischwassertank, der hat ja 80 Liter. Ach so, ja. Und darunter ist aber auch noch mal ungefähr so viel Platz. Da läuft dann die Bett-Elektroführung. Hast du? Ja. Jetzt haben wir wieder ein frisches Akku drin. Also wir wissen jetzt nicht mehr genau, wo wir eben waren, aber noch mal vielleicht ganz kurz. Also wir sehen ja da diese schwarze Kette. Ja, genau diese. Und machst du noch mal die Klappe hoch? Ja. So. Und da haben wir also noch einen weiteren Zwischenboden drunter. Und diese schwarze Kette, die läuft dann unter dem Zwischenboden. Und da drunter ist dann auch dann noch der Frischwassertank, ne, mit den 80 Liter. Ist das wartungsfrei? Oder muss man da immer wieder in die Werkstatt gehen, mal nachziehen? Also, sagen wir, das ist jetzt hier, würde ich sagen, gefühlte 1000 Mal hoch und runter gemacht worden. Also. Nö, also wir haben auch diese Bettart, nicht in der Kombination mit der Sitzgruppe, sondern mit einem elektrisch in der Höhe verstellbaren Bett, auch bei Megamobil, bei Mega Revolution. Mhm. Und das Modell ist jetzt schon viele Jahre auf dem Markt und absolut unproblematisch. Ne? Also ich würde jetzt sagen, wartungsfrei. Ja? Das wollte ich hören. Dann machen wir mal das, ja. Machen wir das mal dahin. Und hier auf der Seite, jetzt ist, genau, da ist dann die Elektrozentrale. ELB. Und was jetzt hier auch ganz interessant ist, ist, wir haben hier die Elektrozentrale von Schaut. Das ist ja ein Premium-Hersteller auch. Haben wir bei uns auch drin im Wagen. Genau. Und 230 Volt FI-Schutzschalter, alles was dazugehört. Und dann haben wir darunter dann das Batteriefach. Mhm. Und vorne in dem Bereich, da müssten wir gleich mal den, wenn der Tisch oben ist, da wäre dann der Platz für die Heizung. Batterie heißt Lithium oder AGM? Also normal ist eine AGM-Batterie dabei, ne? Aber wenn Sie oder wenn ihr bei uns auf dem Konfigurator guckt, auf unserer Webseite,
Da ist ein Premium-Paket und da sind die beliebtesten Optionen zusammengefasst und unter anderem auch dann die Lithium-Batterie, die dann auch in dem Premium-Paket mit drin ist. Und da hat man auch einen schönen Preisvorteil. Also wir verkaufen fast alle Autos mit Premium-Paket, also kann man sagen, eigentlich mit Lithium-Batterie, ja. Aber da wäre dann eine 100er drin. Ja. Aber ich sag mal, eine Option, dass man gegen Aufpreis eine 200er. Ja, oder eine zweite. Ja, oder so. Ne? Also serienmäßig ist dann im Premium-Paket eine 100 AH Lithium. Mhm. Aber man muss da Premium-Paket wählen, ne? Ja. Ja. Und dann guckst du mal da drunter, da ist so ein Hebel. Vorne, Vorkopf. Da, wo deine Hand ist. Ja. Ganz weit hier oben hinten, oder? Da. Da, ja. Wenn du den verdrehst gleich, kommt der Tisch hoch. Da musst du nur aufpassen, dass du dir den nicht... So, ne, dann können wir das noch, wenn du willst, können wir das noch filmen. Ja, ja, klar. Okay. So, ist der Tisch hoch. Aber aufpassen, ne? Dass du dir nicht selber einen Kinnhaken gibst. Ne, genau. Ja, cool. Habt ihr denn jetzt hier zu dem Bereich noch irgendwelche Fragen, oder? In Sachen Knarzen, Geräusche. Also... Ich jedes Mal, wenn ich mit einem Megamobil fahre, auch zur Messe oder so, wir machen ja auch Messen und bringen dann auch unsere Autos dann dahin. Ich muss sagen, ich bin jedes Mal begeistert. Also das ist nicht nur so, dass diese tolle Akustik jetzt während des Campens zu spüren ist, sondern auch schon während der Fahrt. Also da kann man schon wirklich davon sprechen, dass auch schon auf dem Weg zum Urlaubsort das ein ganz anderes Gefühl ist, wie jetzt mit einem normalen Kastenwagen oder überhaupt mit einem anderen Reisemobil. Also es ist absolut gedämpft. Super. Also auch Fazit, wenn das klappert, dann ist man selber schuld, wenn man falsch geschürt hat. Also ich sag mal, es ist natürlich nicht grundsätzlich auszuschließen, dass man Geräusch da ist. Ja. Aber es ist im Vergleich zu den normalen Standardfahrzeugen, sind das Welten, wirklich Welten. Ja? So, ich habe, wir haben ja jetzt gerade mal geguckt mit dem Bett und so, und jetzt haben wir ja bei dem Mega Lounge auch die Situation, dass vielleicht oder dass ihr, wenn er irgendwo steht, hinten mal die Heckflügeltüren aufmachen wollt, weil ihr die Sicht nach hinten genießen möchtet. Ne? Und da haben wir hier so einen versteckten Knopf, den können wir drücken und dann können wir auch die Türen umlegen. Dadurch eröffnet sich natürlich auch ein anderes Sichtpanorama. Und da war uns eben auch wichtig, dass wenn man irgendwo steht, hinten der Stauraumbereich auch einen ordentlichen, aufgeräumten Eindruck macht. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir versuchen so viele Verblendungen wie möglich unterzubringen. Hier im oberen Bereich haben wir dann den Stauraumbereich für Auffahrkeile zum Beispiel. Ne? Oder Werkzeug oder auch ein Schlauch. Ne? Dann haben wir hier den Gaskasten. Und wenn Sie also, Sie haben die Möglichkeit. Eine Flasche. Ja, ja. Eine Gasflasche, 11 Kilo. Ihr habt die Möglichkeit, aber auch eine Dieselheizung zu wählen. Auch Diesel oder Gas-Elektro. Mhm. Und wir bauen auch betankbare Gasflaschen hier ein. Das heißt, ihr könnt dann an der Tankstelle oder so, an der Gastankstelle LPG-Autogas tanken. Ne? Ja. Von außen. Mhm. Da braucht das Auto gar nicht für aufmachen. Ne? Mhm. Und ja, hier natürlich auch nochmal Steckdosen, 230 Volt, 12 Volt. Die Stauraumbeleuchtung haben wir dann hier so. Die ist der, oh ja. Ne? Die ist wunderbar. Ersatzkassette ist auch drin. Ja, die haben wir jetzt extra, weil das ist jetzt auch immer mal eine Frage, die aufkommt. Bei verschiedenen Camperinnen und Campern, was ist, wenn wir jetzt mal nicht entsorgen können, ist genug Platz da für eine Ersatzkassette? Ja, ist genug Platz da. Und wir haben also auch Maß genommen für ein schönes Tisch- und Stuhlset, welches auch reinpasst, also hier in dieser Tasche, da passen also dann zwei Stühle, zwei Hocker und ein Tisch. Und damit reicht. Hat man eigentlich alles dabei, was man braucht. Ja. Und aufgeräumt. Ne? Genau. Und wenn man jetzt hier den Bereich nicht für die Box nutzen möchte, könnte da eine Gießkanne, eine Kabeltrommel hin. Ja, aber ganz ehrlich, eine Box ist schon wichtig, weil wir müssen dann nach, ja, wir haben jetzt eine Variante gewählt, aber wir müssen immer nach 3 Tagen entfernen. Ja. Irgendwo was finden. Also es ist ja jetzt
Gut, aber das gibt es ja, Entsorgungsstationen, oder? Ja, nur in manchen Ländern, so Schweden, war es nicht ganz so weit verbreitet, aber ging alles. Vor allen Dingen im Winter ist das immer ein bisschen schwieriger dann. Aber ja, okay, aber die Option ist ja da. Mhm. Wir haben extra den Platz dafür. Und wir haben auch schon bei verschiedenen Kunden noch eine zweite Ebene eingelegt, sodass man dann sagt, okay, hier hat man noch die Möglichkeit, ein bisschen unabhängig die Sachen rein- und rauszunehmen. Mhm. Ne? Dann haben wir zu allen Zugängen Serviceklappen, also hier zum Beispiel zur Kennzeichenbeleuchtung oder hier an der Seite zu unseren Rücklichtern, an der anderen Seite natürlich auch. Ne? So dass also auch jetzt für einen Laien der Birnenwechsel während der Urlaubstour ganz einfach unkompliziert über die Bühne gehen kann und man dann eben nicht in eine Werkstatt muss. Ne? Auch wichtig. Absolut. Toll hier, ne? Wenn man jetzt hier mal diese Verarbeitung sieht hier von Megamobil. Die Türen sind übrigens immer mit einem imprägnierten Premium-Material verkleidet, so dass wenn auch mal das Wetter ein bisschen ungünstig ist und das nass wird, nicht direkt Probleme macht. Ja? Und wenn wir jetzt hier über die Hölzer und über die Farben sprechen der Türen oder des Innenausbaus, es gibt über 500 unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten im Bereich der Hölzer und der Polster. Ja, also da ist für jeden was dabei. Je mehr Auswahl, je schwieriger wird das immer. Ja, genau. Hier oben kommst du dann an den Stauraum, den ich eben von innen gezeigt habe. Ne? Mhm. Ne, das geht dann so. What? Also dann finde ich für mich die Variante von innen besser. Ja, ja. Aber wenn das Bett jetzt hoch ist und du musst mal schnell dran, weißt du? Also dann schickst du deinen Mann. Ja. Gut, machen wir mal zu. Und wollt ihr noch mal die Außensteckdosen sehen? Ja, bitte. Ja? Haben wir also hier, ist auch in dem Premium-Paket dann drin enthalten. Das ist standardmäßig Wasser, ne, um jetzt den 80 Liter Frischwassertank zu befüllen. Das ist immer dabei. Im Premium-Paket ist dann noch diese Steckdose. Da haben wir 230 Volt, 12 Volt. Und dann haben wir zweimal die Möglichkeit, Antennensignale zu nutzen. Entweder man speist ein Antennensignal von außen ein, zum Beispiel über eine DVB-T-Antenne oder über einen Ausgang vom Campingplatz. Oder man stellt sich so einen Treiber mit einer Satellitenschüssel hin. Wenn man sich aber zu der Variante entscheidet, eine Schüssel auf dem Dach zu nutzen, könnte man auch das Antennensignal nach draußen geben. Und wenn man sich dann qualifiziert für die EM oder WM, kann man dann draußen auch Fußball gucken oder so. Ne? Im Wesentlichen aber 12 Volt und 230 Volt. Und das ist auch nochmal für unsere Freunde aus der E-Bike-Kategorie interessant, weil man dann wirklich unkompliziert auch sagen, komm, jetzt laden wir mal eben die E-Bikes. Ja, und hier haben wir dann den Gasanschluss für einen Gasgrill oder für einen Gaskocher oder eventuell einen Heizstrahler. Ja, und ich finde, also das sieht auch attraktiv aus, oder? Ja. Ne? Also ich finde, die drei, die machen sich gut nebeneinander. Ja. Aber jetzt haben wir über die Außendusche, die hatte ich ja eben kurz erwähnt, das ist ja besonders interessant, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch einen Hund habt oder einfach auch mal die Gummistiefel sauber machen wollt nach der Wattwanderung. Die Autos stehen jetzt hier relativ eng. Ich würde dann sagen, dann gehen wir mal gerade ein paar Meter hier durch den Ausstellungsraum, zeige ich euch das an einem anderen Fahrzeug, okay? Ja, gut. Ich Ja, wir haben ja jetzt hier ein anderes Megamobil. Wir sind jetzt hier beim Mega Classic. Das ist jetzt hier die Showroom-Schaufensterseite sozusagen. Und da haben wir natürlich das Highlight, die Außendusche auch mal für jeden ersichtlich hier positioniert. Ja, und es ist also so, wir haben jetzt hier dann über dem Sanitärbereich diese zusätzliche Klappe. Und da kannst du mal reinfüllen. Da haben wir dann Kaltwasser und Warmwasser, können wir dann individuell einstellen. Und hier über diesen Ventilanschluss, zack, ist dann schon die Außendusche drin. Und was ja auch zu sagen ist, das ist vielleicht auch interessant für euch, wir haben jetzt nicht nur eine Standardwasserversorgung hier bei Megamobil, sondern auch die Premium-Wasserversorgung, nämlich mit einem Leitungsdrucksystem. Wir haben also praktisch ein kleines Hauswasserwerk hier im Fahrzeug verbaut.
welches einen Standardleitungsdruck hat. Es ist also nicht so wie bei den meisten Kastenwagen, dass wenn er einen Wasserhahn aufmacht, dass dann, ich sag mal, die Pumpe anspringt, sondern die springt nur zwischendurch an, um den Druck aufzubauen. Und deswegen könnt ihr dann, wenn ihr die Außendusche betreibt, dann einfach hier so ein bisschen dieses Ventil benutzen. Und dann funktioniert das auch schon. Das ist jetzt hier einfach mal besonders attraktiv von uns mit diesem Isolierband, Klebeband hier positioniert. Ansonsten gibt es einen Halter aus, als Magnethalter, den man dann hier auch dran an die Karosserie befestigen kann. Ja, das ist cool, oder? Absolut. Ja, ich finde auch. Ne? Gut. Jetzt sind wir bei der Abschlussrunde. Ja. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass wir hier uns das Fahrzeug angucken. Ja, gern geschehen. Also ihr seid immer herzlich willkommen. Und wenn Fragen sind, meldet euch einfach. Könnt mich auch gerne mal anrufen. Ne? Handynummer, das kann ich hier wissen, ist die 0171 111 6653. Kannst du mich gerne anrufen. Und achso, wir haben noch. Gut, dass man das immer noch abspielen kann. Ne? Was denn abspielen? Wegen der Nummer merken. Achso, ja. Genau, sonst kannst du auf der Webseite auch nachgucken. Ne? Das hattet ihr das, euch schon angeguckt hier? Ja, das ist auch. Dann haben wir ja jetzt vergessen, eben noch zu zeigen. Ne? Nee. Das ist auch noch schön. Ne? Und, auch so schön, den Kaffee trinken. Ne? Genau, kannst du schon, wenn du ankommst, ein Säckchen trinken. Das war ja die Kaffeebar. Und dann haben wir hier auch noch einen Stauraum. Also wir haben so einen Multifunktionsküchenblock. Ne? Den hätten wir noch beinahe vergessen. Ja, genau. Das einfach so ist gut. Ja, nee, könnt ihr gerne dann nochmal gucken, wenn ihr wollt, auf der Webseite www.megamobil-reisemobile.com. Da ist alles hinterlegt, da sind auch noch mehr Informationen zum Fahrzeug, paar Bilder und so. Und da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, mal so ein Auto konfigurieren, wenn ihr schon mal zu Hause vorab einfach mal schauen wollt, was kostet das Ganze. Mhm. Da ist ein Konfigurator hinterlegt und dann schicken wir auch dann die Konfiguration zu. Mhm. Ja. Ja, wunderbar, dann haben wir alles geklärt. Ja. Wir haben Preis geklärt, wir haben das Fahrzeug geklärt. Also ist wunderbar, das Fahrzeug, kann ich nicht schön, anders sagen. Ne? Das ist wirklich Hammer. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Hat Spaß gemacht. Es sind ja auch immer so ein paar Sachen in den Fahrzeugen, die so versteckt sind. Ja. Und wenn man dann ein bisschen sie auskennt, so wie wir, dann ist es dann auch ein bisschen verständlicher. Ne? Ja, super. Schön, dass ihr da wart. Ja, kommt gut Dank. Nach Hause. Ne? Machen wir. Tschüss. Tschüss. So, endlich wieder frische Luft. Das wird gut, oder? Ja. Ein Schluck aus der kalten Wasserpulle. Ja, das war unser schöner Besuch jetzt hier bei Wüsken. Werbung habe ich ja oben eingeblendet, aber ich sag gleich, wir kriegen keinerlei Vergünstigungen und wir machen das alles so aus eigener Kappe. Dass das mal gleich geklärt ist. Und ja, leider Bestellzeit wird so lange dauern, bis ich in Rente bin. Ja, im Moment so 2 Jahre. Ja, genau. Aber wirklich ein tolles Auto, wir sind echt begeistert. Ja, leider, ne? Und wir grübeln. Wir grübeln heftig. Ja. So, schön, dass ihr dabei wart. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Kommentieren nicht vergessen und abonnieren nicht vergessen. Genau, wer es noch nicht abonniert hat, ist es auch zu eurem Vorteil oder es ist zu eurem Vorteil. Ihr könnt dann immer erleben, was wir als Neues wieder rausbringen. Also vergesst nicht zu abonnieren. Genau. Und wir danken für die Gastfreundschaft in dem Autohaus Büsken. Ja, vielen Dank an Herbert Büsken. Und so sagen wir Tschüss in die Ferne.